Hey, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Hilos TV. Wir spielen wir noch eine 7 Days to Die Darkness Falls mit dabei, meine werte Mitstreiterin Hannah Kett. Hallöchen. Die letzte Folge endete etwas holprig, weil meine liebe Begleiterin, also irgendjemand hat auf jeden Fall Reifen, Motoren und Batterien vergessen. Der Fehler ist allerdings ausgemerzt. Wie ihr hier unten sehen könnt, stehen unsere Pocket Bikes bereit. Wir haben uns auch schon ein paar Werkzeuge in der Nacht gecraftet und haben die Nacht einfach mal durchgespielt, weil da ist man in der Regel am Anfang sowieso nur am Bergbau und wir rennen da nicht durch irgendwelche Häuser durch oder so. So hoch ist unser Skill dann doch nicht. Also wir haben einfach nur ein paar Löcher gebuddelt, ein bisschen Nitrat und sowas gesammelt. Kisten eingeräumt. Ich habe gerade beim Trader, der hat eine Chemistry Station, da habe ich noch ein bisschen Schießpulver angeschmissen. Das läuft jetzt also auch. Unser nächstes Projekt ist der Crucible, den Hannah gerade schon angeschmissen hat, damit wir Stahl herstellen können. Noch habe ich ihn nicht angeschmissen, aber genau, gut. Die macht ihn gleich auf jeden Fall an. Dann gibt es bald einen Erdbohrer und vor allen Dingen Shotguns für uns beide, dass wir die erste Horde Nacht gut überstehen, die ja nun auch in 2 Tagen auf uns wartet. Und wir haben uns dazu entschieden, in dieser Folge nochmal ein bisschen looten zu gehen. Wir suchen uns jetzt also gleich mit dem Pocketbike ein geiles Haus und werden einfach nochmal ein bisschen da durchrennen und nochmal ein paar Zombies schnetzeln. Das ist der Plan für heute. Viel Spaß dabei und Hannah, ich würde sagen, wir fahren direkt los. Achso, ja gut, dann warte ich nicht, bis das... Ja gut, bis hier das geschmiedete Eisen fertig ist. Das dauert eh noch 6 Minuten. Können wir uns auch mal eine Quest anfangen, wenn du Bock hast. Am Trailer. Ja, halt. Dann werde ich kurz die Sachen los, die ich gerade eben mir genommen habe. Oder wir suchen hier noch in der grünen Zone irgendwo eine Stadt. Das ist die andere Option, die wir haben. Weil Stand jetzt haben wir halt nur hier diese Stadt und die ist mir ein bisschen zu schneeig. Ja, wir können eine Stadt suchen. Ja, können wir dann erstmal losfahren. Ich würde so ein bisschen Richtung Nordosten fahren. Da habe ich übrigens tatsächlich auch einen Schatz auf der Karte. Vielleicht könnte man den nochmal ausbuddeln. Guck mal kurz, wo mein Schatz ist. Das ist eine Treasure Map. Ich habe 1200 Meter in welche Richtung? In Richtung Nordwesten leider. Ja, die Treasure Map ist jetzt aber auch ehrlich gesagt nur zweitrangig. Also mir geht es eigentlich nur darum, dass wir am Anfang ist die natürlich ganz geil, aber wo wir vernünftig looten können. Also die Idee ist auf jeden Fall die erste Horde Nacht mit Shotgun zu spielen. Dann werden wir uns nur so einen ganz entspannten kleinen Bunker bauen, um da so ein bisschen Schießscharten technisch auf die Zombies nuken zu können. Ich denke, das sollte ausreichen für die erste Horde Nacht. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war die nicht so mega krass. I hope so. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Das ist aber echt alles angebrannt hier. Bist du hinter mir? Ich bin über 100 Meter weg, aber ja. Alles klar, bist ja knapp hinter mir, ist alles gut. Ist doch alles gut, Mädchen. Entspann dich doch mal. Hallo Zombie. Drüber, ja? Wie sehen die aus? Und die ganzen Knochen mit. Man kann nie genug Knochen haben. Kleber wird immer benutzt. Also das ist echt krass. Der Kleberverbrauch in diesem Spiel ist immens. Hast du in der die Vanille Tasche haben wir bei unserem derzeitigen was? Warum liegt hier eine Tasche mit auf dem Weg, die du nicht leer gemacht hast? Ich habe nur das Fleisch gesammelt. Ich meine Güte. Scheint auch keine City zu geben. Ah, Hornisse! Ich habe die auch schon gehört. Ich bin einfach weitergefahren. Ja. Also auf unserem derzeitigen Community-Server, auf dem wir Vanilla spielen, da haben wir momentan echt Probleme, Knochen zusammenzubekommen für Kleber. Das Ach, Problem war, wir haben von Anfang an leider nicht allzu viel... Oh. Was? Ich hab den nächsten Trailer gefunden. So geil. Ja. Ein bisschen langweilig irgendwie. Weißt du, manche, es gibt so Maps, da fährst Hast du einfach 3 Kilometer zu einem vernünftigen... Stimmt, ich kann nochmal speichern. Genau. Sehr gut, Hannah. Gut ausgemacht. Bitte. Ja. Ich teile mal alle meine Wegpunkte. Ach, den, ich habe den schon eingespeichert. Okay. Wo habe ich denn 3 Trailer jetzt auf der Map? Ah ja, da hinten ist noch einer. Die beiden habe ich schon. Ich hab schon 3 Trailer gefunden. 3? Ja, ja. Okay, 3,15 habe ich ja, noch. Ja, der noch ist nicht da, wo ich gespawnt bin wahrscheinlich. Hey, steig auf. Die Minibikes sind am Anfang auf jeden Fall sehr entspannt. Ich glaube auch, das ist mit das wichtigste Rezept am Anfang. Klar, du kannst natürlich jetzt auch mit dem Fahrrad durch die Gegend jockeln, aber Minibike ist halt einfach deutlich entspannter. Kostet ja, natürlich halt ein bisschen Benzin. Du hast kein Problem mit Ausdauergedönse. Genau. Kostet das heißt, halt leider ein bisschen Benzin, aber das kriegt man ja relativ gut. Ja, dafür musst du nicht so viel essen. Wenn du die ganze Zeit Ausdauer verbrauchst, musst du natürlich auch ja die ganze Zeit was essen. Das ist gut. Weiterhin Augen offen halten nach Nestern und vor allen Dingen Tieren. Bisschen, ja. Wieso ist es hier denn so heiß? Okay.
Ich glaube, wir haben uns gerammt. Zombie. Noch einer. Von denen wollen wir jetzt im Moment nichts. Hey, okay. Warum fährst du gegen mich? Hau mich zu ramm, Mädchen! Entspann dich doch einfach noch mal. Einer. Naja, ist schon wieder Schneezone. Ich glaube, das war leider nichts. Aber 600 Meter ist meine Treasure Map. Aber ich glaube, das wird tatsächlich nichts. Sieht mir schwer danach aus, dass die oben im Gebirge ist. Da habe ich ehrlich gesagt wenig Bock drauf. Hey, ist auf. Hier fängt auch schon wieder Schnee an. Ne? Das kann doch nicht wahr sein. Sind wir hier komplett von Schnee. NS? Wir sind hier komplett vom Schnee umgezogen. Wir können natürlich theoretisch versuchen, in die Schneezone reinzugehen, um zu gucken, ob es da geile Gebäude gibt. Lass mal in die Richtung fahren, einfach kommen. Folge dir. Müssen wir nichts hin. Wenn es uns zu sehr kalt wird. Ich habe halt immer noch keinen Duster leider. Ich auch nicht. Deswegen wäre tatsächlich nochmal richtig cool. Bratapfel! Was machst du da? Karotten. Karotten brauchst du nicht sammeln. Die bringen uns im Moment nichts. Können wir Farbe später rausmachen? Ja. Gut, aber ich denke, da werden wir noch genug Material unterwegs finden. Da ist ein Wolf. Oh, die werden wieder gegeneinander kämpfen, ne? Sag, schieß auf den Wolf und go! Wow. Ich hab getroffen. Okay, der killt da jetzt die Zombies. Okay, nochmal. Oh. Der hat wohl irgendwie Bock auf die Zombies da gerade. Ja. Voll in den Arsch. Down, sehr schön. Zombie kommt von rechts. Ich mach den Wolf down. Beziehungsweise. Grete ihn. Entgrete ihn. Achtung, er kommt. Er zu mir? Ja, der Zombie. Ey, du schießt auf den, wieso kommt er denn zu mir? Ja, das brauchst du mich nicht fragen. Ist der mit ihm? Lag hier nicht gerade im Lootbeutel? Bin ich blöd? Ja. Richtung Südost. Ach da. So, lieber Wolf, vielen, vielen Dank für dein Fleisch. Dankeschön, du süße kleine Maus. Du süßer kleiner Wolf, meine ich. Nicht du süße kleine Maus. Ich bin ein süßer kleiner Wolf. La 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 la. Hanna. Ja. Okay, Entschuldigung. Kartoffeln kannst du aber immer mitnehmen. Also für Kartoffeln kann man auf jeden Fall absteigen. Dafür darf ich absteigen, okay, verstanden. Ja, Tomaten bringen halt nur diesen Wellness-Drink und den kannst du absteigen. Sagt er und fährt an der Kartoffel vorbei. Ah ne, es waren Tomaten. Danke, Hanna. Oh, es hat schon wieder geblitzt. Timber Johnny, das sieht doch gut. Ah, der Laden ist richtig gut. Da gibt's richtig geilen Scheiß drin. Schön, dass ich dachte, dass du gerade jemanden im Chat begrüßt. Hallo, Timber Johnny. Aber erst dann habe ich. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Oh. Jenny, die sterben. Naja, ist gut. Komm, ja genau. Ne, der war schon tot, auf den ich so probiert. Kam die da alle rausgerannt, wie von einer Tarantel gestochen. Krank, ey, krank. Links, Zombie. Ja, aus dem Haus auch noch ein Zombie. Oh, das war ein geiler Schuss wieder. Oh, King Cody Hedgehog wieder in Aktion. Versuch den mal zu stoppen. Kurze Boden durch. Sehr schön. Bis hierhin sehr gut. Da sind auf jeden Fall auch noch dickere Zombies drin. Wir müssen gleich ein bisschen aufpassen. Jo. Guck mal, ob ich irgendwo einen triggern kann. Ganz hinten sind auf jeden Fall auch noch Zombies. Oh, die ganzen Lootkisten, ey. Oh. Ja, das Gebäude ist richtig geil. War ich schon mit Floschi drin? Ich habe hier einen dicken Touristen. Headshot. Kommt der zu dir? Ja, ich denke schon. Oh. Mein Gott, was mache ich denn da? Trigger den nächsten. Ja. Von hinten kämpft auf einer. Du kannst zu mir kommen. Ja, ich komm zu dir. Boah. Der läuft woanders lang. Komm her, raus, raus, raus. Die kommen hinten rum. Keine Ahnung, warum der hier lang läuft. Oh, wow. Oh, da sind drei Zombies. Ach du Scheiße. Ja, oh, raus, raus, raus. Wer ist am Rennen?
so viel HP, Alter. Das ist auf jeden Fall... Yo, was war das denn? Ich glaube, da ist einer auf eine Mine getreten. What the fuck? Läuft bei ihm. Oh, hier ist ein Footballspieler. Ah, der ist auch schon fast down. Sehr nice. Komm doch da aus der Ecke raus, Junge. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Das war schon wieder so ein komischer, mega kranker Zombie. Lass mal wieder was essen. Oh Mann, meine Eier mit Speck gehen langsam auch zur Neige. Ah, unten waren auch noch einige. Oh, irgendeinen habe ich getriggert. Ich glaube, unten haben wir auch nicht gekämpft. Da sind Frosche nicht nachher abgehauen. Das war uns zu heiß. Ah, hier kommt einer. Ja, ich sehe ihn. Oh, das ist schnell. Lelele. Hier ist noch der eine Seitenraum. Ich glaube, da war irgendwo auch noch ein Zombie. Ja, hier liegt noch einer. Ich hab hier auch noch einen. Ich mach den hier. Headshot! Oh, das ist einer von den... Ja, das ist einer von den Runnern. Der rennt hinter mir her. Soll ich kommen? Nee, alles gut. Krieg den schon hin. Die sind so scheiße, weil die immer so hin und her sind. Ich fange mit dem Looten an. Kommt klar, ja? Ja, ja, das kommt down. Down. Glaube ich zumindest, ja. Down. Oder auch nicht. Jetzt ist er dran. 35er Compound Bow, den nehme ich doch. Nein! Leroy Jenkins! Was? Kennst du nicht, ne? Die Banausen kennt den wieder nicht. Oh, hier sind übrigens auch ganz viele Pilze. Unbedingt drauf achten. Ja, ja. Ich dachte, so weit war ich ja noch nicht. Oh, hier sind ein paar Minen. Hier, ich habe übrigens. Hier rennt noch irgendwo ein Zombie rum. Zementmischer-Rezept gefunden. Jo, nice, sehr geil. Guck mal eben kurz draußen. Dann bist du draußen irgendwo rumpimmeln. Soll ich das lesen? Nee, erstmal noch nicht. Wow! Wow, 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 Arschloch. Puh. Bist du tot? Ah, jetzt bist du auf jeden Fall tot. Thanks for the loot. Alter, geiler Scheiß. Junge! Was denn? 24 Military Gloves, 36er Military Leg Armor und 21er Weste. Ja. Ich habe gerade so eine Jacke gefunden. Läuft von hier. Hier ist auf jeden Fall wieder ein Dietrich Tresor. Dabei? Hier ist nämlich auch ein Tresor. Nee, müssen wir aufkloppen. Ich habe ja auch einen mega geilen Shotgun-Messiah-Raum gefunden mit zwei Munitionskisten, drei Boxen und einem Tresor. Also das ist auf jeden Fall genau das Haus, das wir jetzt zu diesem Zeitpunkt haben wollen. Das ist hier nämlich definitiv maximaler Ertrag für minimalen Aufwand. Zumindest wenn man hier mit der Schrotze reinrennt. Sieht schon mal gut aus. Okay, dann prügel ich mal den Wandtresor auf. Ich fange schon mal mit dem Waffentresor an. Oh, der hat sogar schon gut Damage durch die Explosion bekommen, sehen wir das. Ich glaube aber tatsächlich, dass hier in dem Bereich gerade Kisten kaputt gegangen sind. Ich bin mir nicht sicher, ich kenne das Gebäude nicht so gut. Ich war ja erst einmal drin. Kann mir aber durchaus vorstellen. Kann es sein, dass hier noch Zombies? Hier sind auf jeden Fall noch Zombies. Es geht ja auch noch nach unten. Ja, wie gesagt, da sind Frosch und ich, glaube ich, beim letzten Mal nicht reingegangen, weil uns das nicht ganz geheuer war. Da hatten wir ein bisschen Schiss bekommen. Oh ja, die prügeln sich gerade bei mir von draußen rein. Ja gut, von draußen können natürlich auch immer noch Zombies nachkommen. Die hören sich immer so nah an, ey. Da denkst du immer, gleich bist du tot, ey. Aber es
ist relativ gut zu sehen, wie sie sich durchbewegen. Dann sollte ich auch schon fertig sein. Ja, meiner ist offen. Ja, leider nur Crap drin. Mhm. Nichts Gutes drin. Schade, schade. Ah! Okay, einer hat es doch reingeschafft. Komm zu dir. Kommst du klar? Ja, ich denke schon. Die hat mich nur überrascht. Oh, die ist mit einem Schuss down. Ich gehe mal rund ums Haus rum und mach mal die Zombies platt. So wie ich kann. Ey, süßen. Ey, das ist meine Stripperin gewesen. Muss ich nur was looten? Da müsste eigentlich noch genug zu looten sein. Müssen wir mal gucken. Ich mache mal mein Motorrad voll, ich bin 15 überladen. Noch 13 überladen. Oh ja, hier ist noch einiges zu looten. Dann packen wir mal gleich den Scheiß rein. Auseinandergenommen werden. Die Aufbewahrungskisten sind immer irgendwie kacke. Was geben die eigentlich? Das würde ich jetzt ganz gerne mal wissen. Ah, okay, Mechanical Parts. Lohnt sich jetzt nicht so mega krass, die Dinger auseinanderzunehmen. Für die paar Mechanical Parts lohnt sich das nicht. Hat er so eine Dingenskiste auf dem? Yep. Da sind, glaube ich, sogar mehrere drin, wenn ich mich nicht irre. Wann bist du gerade bei? Dinge einfach aus Holz sind, so stumm. Welche Dinge? Die Zelte teilweise. Warst du hier schon drin? Nee. Oder bist du von außen in den einen Raum rein? Ich bin von außen in den einen Raum rein, ja. Okay. Der ist gelootet. Der, wo der Tresor drin ist, der ist gelootet. Ja, gut, klar. Wann Tresor hast du gemacht? Kommt wieder irgendwo Zombies an. Ja, ich hab hier einen Zombie, mach ich selber. Beauty. Down. Eine Bleitrophy. Hier an diese Bäume müssen wir auch irgendwie noch kommen. Ich hab einen Einkaufswagen eingepackt. Ich denke nicht, dass wir den brauchen, oder? HP hat das Ding? Okay. Nee, brauchen wir nicht. So Dinger bauen. Dann schmeiß ich ihn wieder raus. So. Ja, ich mache hier trotzdem nochmal die Tür auf. Ach, die ist offen. Hier ist ja gar nichts drin. Okay, dann habe ich mich da, glaube ich, doch geirrt. Hab mich komplett. Du musst hier, komm mal zu mir. Wo bist du denn? Bei den Kisten. Du musst hier immer zwischen den Kisten durchgucken. Also genau hier in die Ecke. Da siehst du jetzt noch, wenn du drauf willst, Working Stiff Steel Chipping Crate. Die musst du immer, genau, die musst du immer noch aufmachen. Da ist eigentlich fast immer noch eine hinter versteckt. Wie kriegst du das denn hin, dass du die kaputt machst? Du musst genau auf die Ecke zielen und dann kannst du da einfach drauf. Die ist sogar offen. Da konnte ich direkt looten jetzt. Oh, ja. Messschieber war da noch drin. Oh, sorry. Ja, ist gut, okay. Ich muss noch mal kurz die Sachen aus meinem Moped rausnehmen, weil ich habe natürlich direkt in meins reingepackt. Ich hätte erstmal in deins reinpacken können, ne? Okay, das sieht gut aus. Ich denke, wir haben hier alles. Ich glaube, das war's. Noch. Ja, das sieht gut aus. Sehr gut, sehr gut. Ich denke, das wird sich gelohnt haben. Also für das bisschen an Arbeit, was wir hier reingesteckt haben, war das auf jeden Fall ein ziemlich geiler Ertrag. Ja. Wo sind wir denn mittlerweile hier? Fahren wir jetzt einfach mal die Straße weiter und dann können wir den Scheiß eigentlich auch schon direkt wegbringen. Wieso steigst du immer ab? Achso, sollen wir jetzt. Ja, nee, waren Tomaten. Hier ist noch ein. Noch ein Trader? Das ist jetzt nicht ernsthaft noch ein scheiß Trailer, oder? Doch, sieht so aus. Nee, es ist kein Trailer.
Hä? Ist das ein fucking... Ich glaube, das ist ein Zombie-Trailer. Zombie-Trailer? Entweder das oder die haben hier schon... Ja, irgendjemand meinte doch letztens, es gibt Zombie-Trailer. Ach ja, schön. Bist du angegriffen? Ich bin jetzt gerade am Kämpfen auf jeden Fall. Also, wenn du Bock hast, kannst du gerne helfen. Ja, das sind Zombie-Guards hier. Mal gucken, was der hier so für uns hat. Manchmal so... Ganz schnell. Und auch relativ stark. Ich habe auf jeden Fall gute HP. Haben die viel HP, ey. Rennen die einfach mit 500 fucking HP durch die Gegend. Not bad. Boom, Headshot. Oh, die ist direkt tot. Noch einer hinter mir. Auch direkt tot. Da oben ist auf jeden Fall noch einer. Oh, ein Headshot. Der macht aber komische Geräusche. Hier ist noch eine. Da kommen noch mehr. Da kommen mehr. Von rechts, glaube ich, wenn ich das richtig höre. Ich sehe noch keine. Wie sie einfach die ganze Zeit geschockt ist. Ah, da hinten liegt auf jeden Fall noch einer. Ich hab so das Gefühl, ach du Scheiße. Was? Die ist ein bisschen größer, die junge Dame. Da oben kommt was raus. Ich nehme mal kurz den Beutel hier, bevor der despawnt oder so. Hier kommt ein Typ hier raus. Oh, das war daneben. Ein bisschen groß. Oh, ist der weggeflogen? Das ist ein Sie. Hey, das ist ein Typ. Und hier ist es eine fette, grünhäutige Sie. Okay, bei mir ist ungefähr 3 Meter groß. Ein Typ mit Sixpack. Ein halbnackter Typ mit Sixpack. Achtung, da kommt noch einer unten. Ja, ich hab's gesehen. Da kommt noch einer unten. Geschockt! Mit, sind mittlerweile 3, die rumlaufen. Ja, ich komm raus. Wenn dieser Trailer jetzt nicht mega was bringt, dann sind mittlerweile 4. Was hier runter? Wenn der Trailer nicht mega was bringt, dann war es immer noch sehr witzig. Ich glaube, die geben auch gar nicht so schlecht EP. Ja, wäre ja noch schöner, wenn du hier keine EP kriegst. Bin ich rückwärts gegen den Baum gelaufen. Läuft bei mir! P bringen die denn überhaupt? Der hat 2000 fucking AP! Rechts von dir, Hanna, rechts von dir. Mach den Kleinen zuerst, ich mach hier den Großen. Ja, ja. Kleinen ist gut, der hat auch 500. Nein. Der kommt zu dir, pass auf. Ja, alles gut. Zwischen. Warum kommt der nicht zu mir? Ist der dumm oder was? Alter, ich hol gleich die Shotgun raus. Junge hat der HP. Oh, da ist kurz der Kopf weggeflogen. Ja, oh, da ist noch einer. Ja. Hat nicht mehr so viel HP. Down. 3600 XP, das läuft doch. Also auf jeden Fall ein halber Level, den wir gemacht haben. Da hinten ist eine Kuh. Richtung Nord. Yo, I see.
Ich komme. Are you ready? Warte kurz. Ich muss erst nah genug dran, dass ich die überhaupt vernünftig anvisieren kann. Läuft die auch noch rückwärts? Also, dreht die sich nochmal um, die dumme Kuh? Bist du neben mir? Dumme Kuh. Bist du neben mir? Ich bin noch nicht neben dir. Oh Mann, ich komme nicht an den Kopf ran. Jetzt. Ja, ist ein Zombie. Ich glaub, der Kuh. Soll ich schon bauen? Ja. Oh, jetzt hat die sich wieder mit dem Arsch zu mir gedreht. Ich bin ready. Ja, warte, 3, 2, 1, Feuer. Läuft zu dir. Toll, die hätten wir auch locker mit dem Fall. Ja, ich gehe aber auf Nummer sicher. Ich habe keinen Bock, von der einen Hit zu bekommen. Von einer Kuh geschlagen zu werden, ist ganz, ganz, ganz doof. Und ich bin 18, 19 überladen. Fuck. Alles, was geht ins Moped. Ja, ich gehe nochmal ins Moped dran. Kannst auch gucken, ob du in Mainz vielleicht noch was packen kannst. Of course. Da ist noch ein rechts, ist noch irgendwie was. Irgendwie was, okay. Ich weiß nicht, ob das ein Bandit ist oder ein Survivor. Guck gleich mal. Survivor. Das ist Survivor, ja. Gucken wir mal, ob wir noch ein paar Zombies hier beim Trader finden oder nicht. Hallo? Na gut, ich bin jetzt alles losgeworden. Ich bin jetzt noch 5 überladen. Hab eine gefunden. Da sind sogar 2, von oben kommt auch noch eine. Dann 3. Oh ja, sehe ich. Alter, alles nur halt nach der Frau mit dicken Brüsten, ey. Ist okay, bei mir ist die eine Krankenschwester und die andere. Boah, an deiner Schulter vorbei habe ich deine Krankenschwester. Und der dritte ist wieder ein Typ mit Sixpack. Komm mal ein Stück raus, dass ich nicht mit beide kannst. Ich kann dir. Ne, wir fallen lieber nicht. Der jungen Dame konnte ich zwischen die Beine gucken. Aua! Der hat mich geschlagen, ja. Ich glaub, das hat die gehört. Headshot. Okay. Ich glaube, ich will mit diesem scheiß Stab hier nicht weiterkämpfen. Oh, das war ein direkter Headshot. Die ist tot, Junge. Ja, weiß man ja nie. Kann ja sein, dass sie nochmal bewegt, ey. Das ist Zombie-Apokalypse. Warte, ey. Geh erstmal zum Trailer rein direkt. Da kommt noch einer. Hinter dir, links von dir, Hanna. Oh, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Der rennt. Scheiße! Lass mich raus. Weglaufen. Ich habe nicht mehr so viel Munition, ich habe meine scheiß Munition weggepackt. Oh, der ist aber mega. Hier ist ein Survivor. Lass den Survivor kämpfen. Der rennt hinter mir her. Kite ihn. Der Survivor kämpft weiter. Komm schon. Ein Headshot. Danke. Und dann aufgesetzt. Zack. Alter, kurz. Der hat 2000 HP, der hat den Survivor gekillt. Ja, lauf weiter. Ich kann nicht mehr, ich hab gleich keine Ausdauer mehr. Wow! Überfahr ihn, warte. Jo, nice. Sehr nice. Überfahr ihn nochmal! Ja! Pflaster nehmen. Pass auf, hinter dir ist der. Ja, ist gut. Hä? Ich kann den nicht mehr überfahren. Hure. Okay, wo ist er jetzt? Puh, der ist geplatzt. Der war krank. Junge. Also, wir gucken, ob einer von uns beiden Dingsabumser dabei hat. Hast du zufälligerweise irgendwie Honig oder so? Nee. Scheiße, ey. Im Auto auch nicht? Nee. Da kommt noch ein Zombie. Nicht, dass du wüsstest, du solltest nachgucken. Ja, du standst ja selber beim Moped. Ah, was ist das für ein krasser Typ, ey. Der war auf jeden Fall richtig krank. Was ist das? Wo Zombie? Kommt denn noch ein Dicky? Hier. Ich guck mal gerade eben kurz nach, ob ich irgendwo in der Nähe. Dein Stumbleton ist irgendwie irgendwas über 30, ne? Ja. Guck mal eben kurz, ob ich irgendwo einen Baumstamm finde, bevor wir da weiter reingehen. Ich würde ganz gerne. Ich habe auch einen scheiß Knochen angebrochen.
Wobei, da kann man, glaube ich, nichts machen, oder? Wenn der verstaucht ist, kann man. Ja, das ist ja. Wobei, ich muss gerade mal gucken, ist der gebrochen oder? Siehst du doch. Ist das gelb oder rot? Sprained Arm, eine Minute noch. Alles gut. Spannend. Ah, ich sehe einen. Ich sehe einen. Ich bin immer am schnell fällen. Junge, der war gerade ein bisschen strong, ey. Also bei, da rennen wir beim nächsten Mal, glaube ich, echt besser weg. Der hat auch so viel krass Shotgun-Munition gefressen. Der war übelst schnell, hatte mega viel HP und war einfach stark. Klar. Und der hat sich auch nicht vom Survivor triggern lassen, das war echt. Na gut, der hat den Survivor umgeklatscht. Ja, aber erst hat er überhaupt nicht darauf reagiert. Und als er dann reagiert hat, war der Survivor ruckzuck tot. Kannst du dich mal immer aufs Moped setzen, durch die Gegend fahren und mal gucken, ob du irgendwo Honig findest? Bist du so ein Baumstumpf? Ich habe jetzt zwar einen gefunden, aber war natürlich kein Honig drin. Wäre ja langweilig, wenn mal ausnahmsweise da Honig drin ist, wo man Honig braucht. Das stimmt wohl. Ist auch nirgendwo einer. Ach, come on, ey. Suche, Danny, ich suche. Das ist schon wieder total für den Arsch. Normalerweise findet man die Dinger wie Sand am Meer, aber wenn man da mal einen braucht, ja, da ist natürlich keiner da. Und ist es natürlich auch nicht am Stissel. Junge, 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 Junge. Ich war selber. Kann ich nicht wahr sein. Die Dinger wachsen normalerweise wie sonst was. Überall gibt es diese scheiß Baumstümpfe. Aber wenn du dann mal einen brauchst, ne, da ist wieder einer, ich habe einen. Gib mir Honig, komm schon! Noch kann ich mich dadurch ein. Ah, ich habe eine Hornisse gefunden, also ich kriege ja auf jeden Fall Honig. Okay. Ah, Honig gefunden. Komm ich zu dir. Hier sind auf jeden Fall einige Bäume am Start. Junge, was willst du? Komm runter jetzt hier, Klapskali. Ja, komm runter. Jetzt komm hier bei Fuß. So ist gut, brav. Headshot. Hä? Was denn? Okay. Ich habe ihm einen ganz klaren Headshot gegeben, aber die Hornisse hat sich da nicht so ganz von beeindrucken lassen. Hm. So, ich bin auf jeden Fall, ich habe jetzt nochmal Honig. Auf jeden Fall, dass der Honig nicht reicht. Alles in Ordnung. So, jetzt gehen wir wieder rein. Ja, ich warte, dass du diesen Fall. Dicke Mama. Weggedrückt. Das ist auch noch ein geiles Gebäude. Ein einfaches Nein hätte genügt. Ich fahre jetzt wieder zum Trader. Zum Zombie-Trader? Zum Zombie-Trader, ja. Ich will ihn jetzt ein bisschen fertig machen. Okay, kommst du hoch oder? Irgendwie nicht. Geile Straße. Straßen-NRW war da bestimmt am Ge- Ey, schupf mich nicht, Fräulein. Hanna. Ja. Abstand. Was willst du von mir? Ja, Abstand. Ich hab dich nicht geschubst. Doch, hast du. Nein. So, ich mach noch mal kurz mein Inventory leer, sofern das möglich ist. Ich muss auch noch mal kurz gucken. Du kannst die Taste benutzen, ne? Ist ja klar. Ja. Upsi-dupsi. So, ich gehe wieder rein. Komm mit. Jetzt gehe ich aber zum Trader rein. Also auf jeden Fall schon mal ein Tresor. Hast du noch Lockpicks? Nein. Dann lass uns den noch mal aufklappen. Achtung. Zombies. Okay, machen wir die Zombies noch down, dann hören wir doch erstmal mit der Folge auf. Da ist so eine kleine. Ein Schulmädchen. Das Problem an dem Knüppel, ich meine, es ist halt cool, dass er die schockt, ne? Aber die sind halt da nicht wehrlos. Das ist halt echt mega nervig. So, ich denke, wir gucken uns das Ding jetzt auf jeden Fall noch an, bevor wir wieder nach Hause fahren. Aber ich, je nachdem, was hier noch zu finden ist, wird das wahrscheinlich länger dauern. Deswegen werden wir jetzt auf jeden Fall an dieser Stelle mit dieser Episode Schluss machen. Sollten wir noch irgendwelche Geheimgänge finden, werden wir das auf jeden Fall in die nächste Episode mit reinnehmen. Ansonsten
Dann loopen wir nochmal eben schnell, fahren nach Hause und dann wird da die nächste Folge anfangen. Ich danke euch wieder für das Interesse an unserem Kanal. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn ihr mal Bock habt, live mit uns zu quatschen, dann kommt gerne auf unseren Twitch-TV-Channel HilosTV. Da könnt ihr mal live mit uns reden. Wir spielen da aktuell noch Vanilla auf dem Community-Server, den wir haben. Von daher, schaut einfach mal vorbei. Hanna, möchtest du noch was sagen? Nein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich wünsche euch eine ganz entspannte Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.